to avenge my loved ones who he took away. Okay, der würde ich nicht vertrauen, egal was die Rede. Huggy Wuggy, meine Damen und Herren, heißt es neuartige Monstrum, was uns alle in Angst und Verschrecken verjagt, Freunde. Ich glaube, das ist aus einem Spiel, ne? Soll ich mal eine Runde Poppy Playtime spielen, Freunde? Heute geht es auf jeden Fall um eine kranke Huggy Wuggy Animation. Genau, deswegen trage ich auch ein Sommerhemd, weil es wird heute gruselig. Und ich wollte hiermit noch so ein bisschen feuchtfröhliche Frühlingsstimmung eröffnen. Ihr wisst, was das heißt. Hugo hat gebimmelt, Freunde. Kontrolliert einmal alle. Habt ihr die Glocke aktiviert? Ja? Sehr gut. Nein? Dann aber schnell. Okay, Freunde, los geht's. Okay, wir haben eine Animation. Sie ist wieder sehr gut animiert. Oh, ich liebe es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Das war schon mal sehr vielversprechend. Zwei Jahre vor der Operation. Titan Down. Okay, Freunde. Auf jeden Fall, ja, ist das ein Sondereinsatzkommando. Okay, und hier haben wir die Playtime CO. Das ist die Spielzeugfabrik. Ja, das ist eine, für die, die Poppy Playtime und so nicht kennen, ja, das ist eine Spielzeugfabrik. Und auf wundersame Art und Weise sind dort alle Mitarbeiter verstorben. Nur Huggy Wuggy ist da noch drinne. Und ja, wie gesagt, soll ich mal eine Runde spielen? Sag mal Bescheid. Auf jeden Fall. Okay, dieses Sondereinsatzkommando geht jetzt natürlich in die Spielzeugfabrik. Wir haben hier noch so alte Nussknacker. Die sehen ja echt eklig aus. Okay, Huggy says, remember, Huggy Wuggy ist auf jeden Fall auch ein Spielzeug, was dort hergestellt wurde und verantwortlich ist für die ganzen Tode. Oh mein Gott, wir haben hier auf jeden Fall einige Soldaten, die hier schon umgelegt wurden. Huggy says, remember to take breaks. So, er sieht so harmlos aus. Huggy sagt, vergesst niemals Pausen zu machen. Aber Huggy Wuggy, ja, das darf ich vorstellen, das ist Huggy Wuggy. Oh mein Gott. Ein blaues, haariges Monstrum. Okay, die ballern jetzt auf dieses... Oh mein Gott, und da scheint Huggy Wuggy... Hier links sehen wir nochmal, so sollte Huggy eigentlich aussehen. Ihr habt es gerade gesehen, wie Huggy Wuggy da aussieht, ja? Ein bisschen gruseliger, ja? Eieiei. Es geht nicht gut aus für die Soldaten. Autschi, bautschi. Ja, Vergesst Siren Head, vergesst Slender, ja? Huggy Wuggy ist die neue Kreatur, vor der ihr Angst haben müsst. Huggy Wuggy sieht eigentlich sehr lieb aus, ist... Huggy, fahr mal ein bisschen runter, Huggy. Huggy, nicht so doll, Minion. Okay, was ich sagen muss, die Animation ist wirklich, die ist sehr geil gemacht. Sagenhaft animiert, wirklich sehr, sehr nice. Wow, das Monster sieht echt fies aus. Aber es scheint, irgendwie scheint Schüsse dem Tier nichts richtig auszumachen. Also sterben tut er nicht. Oder jetzt doch. Nach so 300 Kugeln, denn... Okay, er hat ein Auge verloren. Jetzt mit Panzerfaust noch. Okay, jetzt fällt er runter. Mit mehreren Leuten auf ihn einzuballern, dann haben die das anscheinend geschafft, jetzt ihn irgendwie ein bisschen in die Flucht zu schlagen. Jetzt knallen die den auch noch von unten ab. Jetzt fällt er. Okay. That was close. Das müsste es jetzt ja eigentlich gewesen sein. Huggy Wuggy blutet. Okay, wir sehen, er blutet. Das heißt, Huggy Wuggy hat ein Blutkreislauf, ja? Durch ihn fließt Blut. Rote, weiße Blutkörperchen, Blutkörperchenzellen, wie auch immer das heißt. ja. Nein, ich laber Bullshit. Warum blutet so ein Monstrum? Als ob Blut durch den fließt. Aber okay. Nehmen wir es einfach mal hin. Anscheinend ist Huggy Wuggy aus Fleisch und Blut. So, das kann es jetzt ja nicht gewesen sein. Eliminated? Eliminiert? Anscheinend wohl nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Huggy Wuggy tot ist. Oh, der Pink. Entweder das pinke Huggy Wuggy? Was wir gerade gesehen haben? Ja, ne? Ja, ja, das ist Huggy Wuggy weiblich. Dieses. Ja, ja. Oh nein, es ist irgendwie gerade ein bisschen traurig. Es ist gerade irgendwie echt ein bisschen traurig. Oh. Das ist übel krass gemacht. Auch diese düstere Musik jetzt und so. Das ist echt nicht schlecht gemacht. Okay, sie möchte jetzt auf jeden Fall Rache. Huh?
Huh? Wer ist das denn? Da kommt noch jemand, wer ist das? Freunde, die Leute, die Puppy Playtime oder Huggy Wuggy kennen, die wissen, wer das ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also Huggy Wuggy ist relativ schnell hier verstorben. Es ist wirklich verdammt traurig irgendwie. Obwohl Huggy Wuggy ein böses Monster ist. Aber vielleicht wollte Huggy Wuggy gar nichts Böses. Ja, das ist wie bei Planet Affen. Da sind ja auch die Menschen die Kreaturen. Vielleicht sind die Menschen die Bösen. Vielleicht hat sich Huggy Wuggy nur gewehrt. Vielleicht wollte Huggy Wuggy einfach nur alleine in dieser Spielzeugfabrik sein. Und einfach sein Leben enjoyen. Boah. Look at the size. Guckt euch die Größe von diesem Kollegen an. Ja? Huggy Wuggy ist ein ordentlicher Brecher. Oh, hinter euch. Hinter euch. Ah, okay. Ihr habt es auch mal gemerkt. Mit ihr ist, glaube ich, jetzt nicht zu spaßen. Genau. Kung Fu Kick. Okay, das ist relativ brutal, Freunde. Ich bin. Ja, okay. Das ist sehr brutal. Und die haben nicht mal den Hauch einer Chance. Die ist sauer. Die ist sauer. Die ist sehr sauer. Okay, schaffen die das? Sind die jetzt nur noch zu dritt? Nee, okay, da sind noch mehr Leute. Die spawnen einfach aus dem Nichts, die ganzen Soldaten. Ja, ja, okay, das müsste es jetzt auch gewesen sein. Das müsste es jetzt auch gewesen sein, Freunde. Wie es jetzt weitergeht, gucken wir gleich. Wir machen kurz die Grüße. Dann geht's weiter, Freunde. Grüße raus an die Magangster, an das Kanal mit Timo Voss, an Pinky auf Winky. Geiler Name. Und an Angelina Pfeiffer. Wenn du nächstes Video auch grüßt werden willst, schreib einfach einen lieben Kommentar und mit etwas Glück bist du auch dabei. Ja? Okay. Puncherfaust. Autschi Bautschi. Das war's. Okay, die sind auch noch genug Leute. Den hat's auch richtig, oder sie hat's richtig zerfetzt. Aber wer überlebt jetzt noch? Hat Huggy Wuggy noch ganze Familie noch? Wenn noch Papa Huggy Wuggy und Opa Huggy Wuggy und Onkel Huggy Wuggy kommt? Ich weiß es nicht. Okay, auf jeden Fall, das ist, okay. Huggy Wuggy weiblich hat nur noch ein Bein. Boah, das ist krass, ja. Das ist sehr krass gemacht auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall ordentlich Leute verloren. Roger, actual on the room. Oh, oh. Sie lebt doch noch, oder? Man hat noch gar nicht ihr Gesicht gesehen. Okay, sie bewegt sich. Sie hat nur ein bisschen gezuckt. Huch, wer ist das denn? Wo bin ich? Wo bin ich? Was ist passiert? Oh no. No, no, no. This can't be. Hä? He turned me into one of his puppets as well. Now I start to remember. Ich erinnere mich. All that pain and suffering I caused to others. And to you. Please. Forgive me. Vergib mir. I never wanted any of this to happen. I just wanted to avenge my loved ones who he took away. Okay, der würde ich nicht vertrauen. Egal, was die redet. Ich habe nur die Hälfte verstanden wegen dieser komischen Roboterstimme. Egal, was die erzählt, vertraut er nicht. Vertraut dieser Frau nicht. Ich weiß es nicht. Und dieses kleine Mädchen, was man zwischendurch ja auch noch gesehen hat, die kommt ja auch, also die spielt ja auch noch eine Rolle. Die ist doch auch bestimmt gefährlich. Der würde ich nicht vertrauen. This entity. He made us like this. Er hat uns so gemacht. How strong you are, he eventually breaks you. He forces a way into your mind, your soul, and you can't fight back. In deine Seele, und du kommst nicht wieder raus. And you can't resist the urge to hurt others and make them suffer the same way as once you did. I can feel it. My mind starts to fade away again. Please, end my sufferings before I hurt somebody else. Please, bitte beende meine Leiden, bevor ich noch anderen wehtue. Sie möchte also jetzt
dass sie sie umlegt. Aber also die Geschichte habe ich nicht genau verstanden irgendwie. Also das war ja gerade in dieser Spielzeugfabrik. Die haben irgendwie diesen Puppy Playtime, diesen Huggy Wuggy geschafft. Ich habe es nicht wirklich verstanden. Help me. And you have to stop him. Ihr müsst ihn stoppen. End this nightmare. Ach, das ist sie! Okay! 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 Ja, jetzt macht Sinn, okay? Ich war die ganze Zeit am Rätseln. Okay, so sieht sie eigentlich aus. Nach außen sieht sie halt aus wie ein Huggy Wuggy. Aber Huggy Wuggy, der Blaue, ist halt böse und der macht Menschen zu diesem. Und sie ist eigentlich eine liebende Frau, die eigentlich so gar nicht sein wollte. Wenn ich das richtig verstanden habe. Okay, sie hat sie erschossen. Okay. Wer ist jetzt böse? Huggy Wuggy oder diese Menschen in diesem Labor? What did you find? Holy shit. Das ist jetzt natürlich wieder die Frage, sind die Menschen die Bösen oder Huggy Wuggy? Okay, die sind... God, that smell. Okay, God, that smell. Okay, das scheint da drinnen richtig zu müffeln. Da scheint ein dicker Mief rauszukommen aus diesem Tor, ja? Und da bin ich jetzt gespannt, was dahinter ist. Okay, es scheint zu stinken. Es hängen blutige Teddybären von der Decke. Quit babbling. Let's just do this and get out of here. Okay, wait a second. We don't know what's going on in there. Wir wissen nicht, was da drin abgeht. Wir müssen es rausfinden. Okay, was ist da drin? Okay, was stinkt da drin so? What in the hell is that? Mommy doesn't like guests. Mama mag keine Gäste. Kapitel 1, Monsters Within. Oh, Freunde, okay, da scheint es eine Fortsetzung geben. Okay, das war auf jeden Fall schon eine sehr, sehr krasse Animation, Freunde. Sehr, sehr stark. Schreibt mir in die Kommentare, ob wir auf den zweiten Teil reagieren sollen, Freunde. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Oder nee, Freunde, ich habe gerade entschieden, ich reagiere auf den zweiten Teil. Der kommt, glaube ich, direkt morgen online. Muss ich mal gucken, morgen oder übermorgen oder so. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool, Freunde. Ja, lasst einen Daumen hoch da und natürlich die Glocke, Freunde. Hugo wartet nur darauf, nochmal gebimmelt zu werden. Ja, hier kommst du zum Beispiel, hier abonnieren. Hier sind zwei andere coole Videos. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis morgen. Ciao, ciao.